Man kann die Ultimate-Schmucksachen aber einfach kaufen. Also es ist immer öfter, dass die Sachen auch einfach im Shop verkauft werden. Letztens einen Champions de Moi-Ohrring für 1,1 Milliarde gesehen. Gestern hat einer einen Champions Ring plus 2 für 1,7 verkauft, was ich eigentlich auch ziemlich günstig finde. Also passt schon. Könnte ich aber streamen, enjoyen und Füße hochlegen ist auch geil. Ja, wir machen heute 1v1 Gameplay, da gibt's nicht viel zu enjoyen, leider. Hab nicht mal eine 1v1-Klasse, die equipped ist. Ich auch nicht, wie du siehst. Ich auch nicht. Ich leider auch nicht. Richtige E-Sport-Level nach dem XP-Event. Das ist auch nicht schlecht, ja. True. Echte E-Sport-Level einfach immer. That's what I'm saying, bruh. Every day, all night, always and forever. Hört sich an wie eine Parfum-Werbung. Gut riechen, gut aussehen. Immer, überall. Ödith Life, jetzt im Handel. Für nur 99,99. Riechen wie Life. Und ich wollte einen Mindestvorsprung von 10%. BP hat gerade 15, das heißt Blade muss auf 25. Und dann, also 10% sind ja quasi 30 Tode. Mehr als 30, 33. Und ja, also ich meine 33 Tode, alle zwei Tage mache ich Red Meteor. In der Regel sterbe ich so 5 bis 10 Mal. Also wenn es gut läuft, weniger. Also in letzter Zeit habe ich eigentlich schon probiert, sehr aufzupassen, dass ich nicht mehr so oft sterbe. Aber manchmal kann man halt nichts machen. Also ich meine, 10 Mal sterbe ich so gut wie nie. Also meistens ist es unter 10. 5, würde ich sagen, ist so häufigste. Das sollte auf jeden Fall für ein paar Wochen halten. Aber wir machen jetzt sogar mehr als 10%. Also danach mache ich nochmal Amplis an wahrscheinlich. Und dann müssten wir so bei knapp 30 sein. Das sollte auf jeden Fall ein paar Wochen halten, hoffentlich. Ob man mich für F-Coins begeistern kann? Jein. Also eigentlich schon. Ich würde schon welche kaufen aktuell, ja. Die Frage ist halt, wie viele hattest du denn vor zu verkaufen? AOE ist sowieso Luxus. In keinem MMORPG habe ich so AOE leveln können wie in Flife. True. Ist auch ungewöhnlich, würde ich sagen. Aber es ist halt einfach, I don't know. Nein, Karim hat es nicht. Das mit der höheren, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden oder falsch interpretiert. Was auch immer der Pet-Tamer da sagt, er meint, wenn du ein S-Pet opferst, bei einem A-Pet, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ein besseres Level bekommt. Aber egal, wie dein A-Pet, das du opferst, gelevelt ist, immer 2% hat man, glaube ich, auf 7. Wenn du ein S-Pad benutzen würdest, hättest du 3%. Also S-Pad lohnt sich nicht. Einfach immer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 A-Pads nehmen. Earthquake zum Pullen, Windfield zum Slowen, Poison Cloud für Damage ist richtig so. Da macht man da was anders. Hab der Elegant nur so Brain AFK geschaut, weil ich das nicht peile. Nee, nicht spiele. Naja, Windfeed zum Slowen musst du halt nicht machen.
Also, ja, du hast jetzt beschrieben, was die Skills können, basically, oder wie man spielt, aber Winfield, also du musst die Monster nicht slowen, theoretisch. Das ist ein Schritt, den man entweder macht, wenn man nicht genug Damage hat, oder wenn man halt bei Hit and Run auch nicht sicher genug ist, dass man sich nicht ohne Slow zu spielen traut. Basically. Aber normalerweise verzichtet man auf das Slowen entweder komplett oder man benutzt Winfield halt zum Finishen. Und da ist es halt dann ganz angenehm, wenn die Monster geslowt sind, weil dann musst du nicht so oft Blink pullen. Aber Winfield ist eigentlich ein Finisher. Also Earthquake ist der Opener, Poison Cloud ist der Damage und Winfield ist, wenn überhaupt, der Closer. Der Skill, mit dem du die Monster tötest. Und halt zeitgleich slowst. Aber darauf kann man auch verzichten. Also ich verzichte darauf im Mid-Level auf jeden Fall, wenn es nicht anders geht. Benutze ich Winfield. Aber wenn es anders geht, dann benutze ich es nicht. Ständiges Switchen auf den Elm und Tina, damit er mehr XP bekommt. Ja, das fuckt schon extrem ab. Deswegen mache ich es auch nicht consistent, was einfach ultra nervig ist. Aber hat er sonst nichts zu tun, deswegen ist man mehr oder weniger gezwungen, es zu machen, weil sonst verschwendet man einfach nur XP. Er hat auch nur einen. Merkaba, Hansel und Gretel. Ich meine Hansel Roscher. Merkaba, Hansel Roscher. Wie es ist. Der Hauptgrund, warum ich der Meinung bin, dass sie das sowieso nicht machen sollten, Necromancer oder Beschwörer, weil das einfach überhaupt nicht funktionieren wird und die viel zu inkompetent dafür sind. Die kriegen es ja nicht mal auf die Reihe, die Portbugs zu fixen, ohne ihren Anti-Cheat zu deaktivieren, der ja sowieso nicht funktioniert. How the fuck soll das denn funktionieren mit fucking Monster, die jemand beschwört? Das wird so verbuggt sein und komplett PvP aus dem Leben nehmen. Und auch im PvE wird es für sau viele zusätzliche Bugs sorgen, die mit den bestehenden Bugs kollidieren und dann das ganze Game breaken. Das ist viel zu intrusive. Jemand, der Monster beschwören kann. Das ist einfach erstens zu komplex, zweitens gefühlt 10 Millionen neue Fehler, die dadurch entstehen können. Und drittens sollten sie einfach was Leichteres machen, wenn überhaupt. Das ist so crazy. Ich habe mit dem Elemento seit Tagen nicht mehr gespielt. Der hat einfach nur 5% gemacht oder so, oder 6. Also ich glaube, mit 51 das letzte Mal gespielt, dass wir die Quests gemacht haben. Seitdem im Blade, letzten 3 Tage, einfach nur so 5% bekommen. Das ist crazy. Aber gut, I guess er ist auch ein bisschen hoch mittlerweile. Oh, Level Up. Nice. Hatten wir das Level Up schon mal? Nice.